Rundes Schild, okay? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen spektakulären Folge hier mit dem Hammer Uncharted 4. Spektakuläre Senior. Wie soll ich da jetzt bitte... Ach, wir müssen hoch. Nützt nix. Da hoch. Da kommen wir nicht hoch. Ah, shit. Hier den Balkon hoch, können wir auch nicht. Wow. Wo sollen wir jetzt lang? Darüber springen. Nein! Geh mal hoch. Also ich bin dafür, dass wir darüber springen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind hier immer noch im Rossi anwesend. Eine spektakuläre, wie ich finde, Mission, die fast kein Ende findet. Atemberaubend spannend hier. Ich bin ja immer noch, ja eben noch den super Fight mit Nadine gehabt. Da haben wir aber ganz schön den Kürzeren gezogen. Ja, jetzt ist die Frage, wo müssen wir lang? Da, wo der große Strahl ist. Hier kommen wir nicht weiter. Tja. Wo sollen wir hier weiter? Bin hier rüber gesprungen. Aufs Dach. Aufs Dach kommen wir aber auch nicht. Nee. Wir kommen nicht aufs Dach. Können wir hier hochspringen? Hier irgendwo runterfallen lassen. Ich gehe jetzt hier mal lang. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier lang müssen. So viele Möglichkeiten kann es eigentlich auch nicht mehr geben. Ich lasse mich mal fallen. Nee, das ist immer noch zu hoch. Ah, das gibt's doch nicht. Okay. Ich bin am Wagen, wo zum Teufel steckt wieder. Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Versuchen es einzusetzen. Darüber, okay. Wir müssen da irgendwie hin. Komm. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ball sein. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht. Ich habe eine Knarre. Bis gleich. Ich versuche das mal darüber. Hieronimo! Jawohl. Mamacita. Da ist ein Dreh- und Angelpunkt. Hier raus. Da kommen wir nicht hoch. Hier rum. Aber das ist so beleuchtet. Da ist schon wieder eine Stange. Das heißt, es müsste doch irgendwie... Ich komme da nicht hier raus. Ja, da ist die Stange. Okay. Hieronimo! Oh! Hieronimo! Oh, shit! Lass zu! Was machst du? Oder sieht's aus? Scheiße! Nathan! Fang! So, knall ihn ab, den Burschen. Gut gemacht! Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Alles bestens. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Boah. Das sollte klappen. Oh ja, Mist. Eine Idee? Der schnellste Weg führt durch den Ballsaal. Du hast gesagt, er ist abgeriegelt. Ja, aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. Verstanden, Nathan? Ja, danke. Mal eine fette Schießerei hier machen, Astrein. Komm her, ja.
So, jetzt wollen wir sehen, dass wir hier langsam mal wegkommen hier aus der Butze. Ich schätze mal, da kann es nicht lang gehen. Hieronymo! Nee. Ich würde sagen, da ist noch mehr. Ach, wir sind voll. Kann ja eigentlich nur hier sein. Und darüber, Hieronymo! Ist hier noch mehr? Ja, das sieht doch schon gut aus. Da, oh oh. Den muss ich mir jetzt krallen. Komm her, komm Boy. Da ist noch einer. Komm her. Komm, Boy. So, sehr schön. Da müssen wir hin. Da kommen wir nicht durch. Nee, da kommen wir auch nicht. Hier hoch. Ah, hier sind wir richtig. Wow, 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 wow. Wow, krass, krass, krass. Oh nein, 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 nein. So, ich will jetzt endlich weg. Komm, geh weg, geh weg, geh weg. Nimm die Arme auf. Verzieh dich. Nein! Ach, Schitte. Ah, das war nicht gut. Okay. Da müssen wir hin. Wenn hier dauernd wieder Gegner sind, wie soll man denn da jemals ankommen bei dem blöden Beisall? Hier ist ja, hier sind ja 100 Angestellte. Ich weiß auch nicht, wie ich da hinkommen soll. Doch, hier ist das Vordach. So. Oh, das war knapp. Da. Ja, wunderbar. Okay. Nun lass los. Rüber da. Geh rein da! Wow! Na. Gib Gas, gib Gas, gib Gas! Wow, was für eine Aktion! Bam! Ach,
rein, ist das geil. Was für eine geile Mission war das denn. Richtig cool. Ja, ich hoffe, ihr habt die Mission genauso genossen wie ich. Das war richtig fett. Okay. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Geil, Omar. Okay. Sullivan ist auch richtig cool. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Nun langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir. Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Hm. Rafe ist involviert und ich krieg das alleine, ehrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey! Ich bin's, ja. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja. Mach ich. Okay. Ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet. Was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja. Ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Ja, dann Prost. Tja, Rafe will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja. Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Weit mal's heil. Letzte Chance mitzukommen. Naja, wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später.
Hey, Nate. Ja. Also... Bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Ja, meine Lieben, und damit verabschiede ich mich auch mit dieser Folge Das Grab von Henry Avery. Avery, ich bedanke mich für euer Interesse und für euer Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, bleibt alle schön gesund. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst doch vielleicht ein Like da oder einen netten Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.